Hi, hier ist Tobi von den AOK Festival Reporter und ich sitze hier gerade mit einem Teil von Klee. Der Rest ist noch am Schlafen oder sich am Vorbereiten vor dem Auftritt gleich? Oder? Ich glaube, die essen gerade noch. Ah, okay. Also die bereiten sich vor. Das ist schon mal gut. Könnt ihr euch vielleicht kurz einmal vorstellen für die Leute, die euch nicht kennen? Das scheint ja wahrscheinlich recht wenig zu sein, aber... Ja, also ich bin Susi, ich singe bei Klee und wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich singe auch und spiele auch. Das ist alles, was Platz hat. Okay, ich habe gehört, ihr wart letztes Jahr in China unterwegs und auch in Russland. Was ist denn der Unterschied zwischen den deutschen Fans und vielleicht den Chinesen? Gehen die mehr ab oder sind die da eher verhaltener? Nee, also so groß, verwunderlich ist der Unterschied eigentlich gar nicht gewesen. Weil man hat schon gemerkt, dass Musik machen, also die Musik, die wir gemacht haben, schon so eine universelle Sprache letztendlich ist, dass da gar kein nichts dazwischen war, gar nicht so groß unterschiedlich war. Ich meine, auch wenn man die Texte jetzt nicht irgendwie versteht, weil wir haben ja auf Deutsch auch gesungen, wir haben zwar auch ein chinesisches Lied gemacht, das war natürlich dann schon, sehr cool. Schon echt ein Knaller, als wir dann angestimmt haben, schon bei den ersten Tönen war so und als ich dann die erste Worte gesungen habe, da sind die wirklich ausgeflippt und haben mitgesungen. Das war, muss man sich vorstellen, es waren wie viele Tausende? 30.000 Menschen, das heißt das. Vor der Bühne, die dann mit mir zusammen ein chinesisches Lied gesungen haben. Und also auch bei unseren Stücken, das war wirklich eine ganz ergreifende, wunderschöne Stimmung da. Mit dem Unterschied eigentlich nur, dass es kaum Unterschiede in den Haarfarben gab. Ja, man guckt ja immer auf so ein Meer von Dunkelhaaren. Das ist recht düster da, von Kopfhaaren. Ja, aber die strahlen, die haben ja etwas breitere Gesichter und das war dann irgendwie immer so ein echt ganz tolles, so ein schönes Bild eigentlich. Ja, und es ist wirklich sehr viel die Band gegen, muss man sagen. Ich wollte echt noch ergänzen, also was schon anders ist, die haben so im Applaus war es dann echt immer wirklich super euphorisch. Also da war es echt so ganz ekstatisch fast immer schon. Also man merkt schon, dass es da nicht so Rockkonzerte finden da nicht so oft statt wie hier jetzt. Also das ist dann auch schon noch was Besonderes. Also das ist quasi so ein Event, wo man dann eigentlich dabei sein muss und dann auch ordentlich gefeiert wird. Genau. Es war auch ganz bunt gemischt, das Publikum. Also wirklich jung und alt, so wirklich alle vorhanden. Seid ihr denn irgendwie mit dem Land, seid ihr dann auch irgendwie unterwegs gewesen? Habt ihr euch da einiges angeguckt oder war das wirklich nur Konzert und dann einfach und dann wieder... Ja, wir hatten das Glück, auch ein bisschen vom Land zu sehen. Also haben wir jetzt keine Reise wirklich touristisch gemacht, aber überall, wo wir ankamen, hatten wir auch mehrere Tage Zeit und wurden auch ganz liebevoll betreut und uns wurde dann im Umkreis halt dann auch eine Menge gezeigt. Und die Städte sind halt, das ist Wahnsinn, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die sind auch so riesig, dass du ja fast den ganzen Tag brauchst, um irgendwie vom Norden einer Stadt in den Süden irgendwie zu fahren. Und das Land ist ja sowieso so riesig groß, das kannst du ja alles gar nicht. Wir haben halt einen Teil gesehen, als wir im Süden waren, in der Sichuan-Region, wo ja jetzt auch sehr viel Hochwasser ist. Da hat man schon dann jetzt so eine Verbundenheit irgendwie. Wenn man sowas dann im Radio oder im Fernsehen Nachrichten irgendwie sieht, dann hat man halt eine Vorstellung, wie es da aussah, wie es da gerochen hat, wie die Leute auch drauf waren und so. Das war halt, muss man sich vorstellen, da ist dann im Süden die Stadt, wo dann Garküchen draußen sind. Und die ganze Nacht irgendwie ist da Leben auf der Straße. So wie man sich das vielleicht hier von Italien oder so vorstellt. Das gibt's halt in China halt auch. Da war es warm, da waren dann die dampfenden Küchen mit den scharfen Nudelspeisen und also wir sind wirklich da wirklich mit staunenden großen Augen durch China gelaufen. Also China ist eine Reise wert auf jeden Fall. Also auch wenn man das gar nicht so als Urlaubsland so im Fokus hat, aber das ist so interessant. Also ich glaube, das ist auch mit nichts anderes zu vergleichen. Das ist echt eine ganz andere Welt. Weil es auch so krass ist, dass da so dieses Traditionelle mit dem Hypermodernen aufeinanderprallt, denkt man, unser Eins. Man bringt das ja gar nicht so zusammen, es prallt irgendwie aneinander. Aber da verzahnt sich das, es geht so ineinander über. Und das ist schon Wahnsinn, das so ein Stück weit so miterleben zu können. Man vergisst immer neben dem Politischen, was man ja hier dann vielfach irgendwie mitbekommt, dass da auch noch eine andere Ebene ist, mit den Menschen und die Kultur. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich
spielt auf vielen Festivals, also das ist jetzt definitiv wahrscheinlich nicht euer erstes hier dieses Jahr. Vor vielen Leuten zu spielen, ist ja noch so ein bisschen Lampenfieber. Ich meine, ihr seid ja auch schon lange unterwegs. Euch gibt es ja auch schon sehr lange eigentlich schon, muss man schon sagen. Ja, aber das Lampenfieber braucht man schon, sonst ist man nicht so konzentriert auf. Also, das ist ja auch jeden Abend neu, es ist ja immer wieder eine andere Stimmung und wir spielen auch immer eine andere Setlist, also nie die gleichen Songs in derselben Reihenfolge, auch damit es für uns immer neu und spannend bleibt. Das heißt, man könnte euch hinterherfahren auf einer Tournee und würde dann immer... Absolut. Also jedes Konzert wäre dann was anderes. Ja, ja, und Susi erzählt ja auch zwischendurch so, was hier gerade so passiert ist am Tag selbst oder irgendwie so in den Tagen davor. Und also das ist wirklich immer für alle immer überraschend und neu. Was würdest du denn dann heute erzählen, wenn du auf die Bühne gehst? Vorweg schon mal. Vorweg schon mal. Und ganz spontan. Ja, normalerweise ist es dann schon echt so spontan, was man so erlebt hat. Was ich heute hier in Eschwege gesehen habe, wo du sagst, wir sind ja eigentlich alte Festivalhasen, aber das habe ich noch nie gesehen, das finde ich super, diese Tetrapack-Handtaschen, die es hier gibt. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Hast du das schon auf anderen Festivals gesehen? Eine total prima Idee. Ich habe zuerst gesagt, wow, da war aber mal jemand clever und hat da was konstruiert und verkauft das jetzt an Festivalbesucher. Aber nein, es ist jedes individuell selbst gestaltet mit Gafferband zusammengeklebt. Also es sind so Milchtüten oder Saft, Landwein oder Saft drin. Ja, Wasser oder Cola. Oder Wasser. Man darf ja keine, bei der AOK, da ist natürlich... man darf ja keine Flaschen mit auf Festivalgelände nehmen. Und dann, man das da nicht in der Handtasche hat, schwer oder die ganze Zeit in der Hand tragen muss, haben hier die Leute in Eschwege sich das so geklebt und eine Schnur dran gemacht und es hängt irgendwie in der Handtasche um. Und da habe ich ganz viele von gesehen, das finde ich super. Also das kann man mal betonen. Eine Stadt der Erfinder. Was wir heute aber noch gemacht haben, bevor wir hierher gefahren sind, ist, dass wir waren in Hamburg gestern, haben da gespielt und auf dem Doppelfestival und hatten jetzt ein bisschen mehr Zeit als üblich und sind heute Morgen halt noch wirklich auf so eine Barkasse und haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Ganz klassisch. Und danach auch noch Fischbrötchen. Ja, natürlich. Wenn man schon mal in Hamburg ist, dann gehört das natürlich dazu. Die Fischfrikadelle. Ja. Fettes Brot haben die schon gespielt? Nee, die spielen erst morgen Abend. Achso, ja, da kannst du die auch interviewen. Über Fischfrikadellen reden. Geht das klar? Nick einfach mal. Nochmal zurück, bevor ihr auftretet, habt ihr irgendwie so ein Ritual, irgendwie, dass ihr euch zusammenstellt und Wasser hoch drei und dann geht's ab? Oder ja. Ist da jeder für sich? Nee, ja auch. Er ist jeder für sich und wir haben auch ein Ritual, das haben wir auch während einer Tour mal dann für uns entdeckt. Da gab es im Backstage gab's ein Piano und da saß jemand dran. Du saßt dran? Ja, mit Tom Lieber. Genau, und ihr habt da rumgeklimpert und dann habt ihr Que Sera angefangen anzustimmen. Und dann haben wir das übernommen. Und eigentlich ist das immer so das kleine Stoßgebet, was dann einer anstimmt. Und dann geht man so mit diesem Lied zusammen vielleicht an die Bühne oder die Treppen. Bevor wir die Treppen hochgehen, wünschen wir uns allen nochmal gegenseitig viel Spaß, weil das ist ja das, worauf es ankommt. Also, auf jeden Fall. Das ist auch bei uns nach wie vor das Wichtigste. Ja, also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie Routine drin ist, wenn man... Nee, das macht auch viel kaputt, das geht nicht. Also, das darf man gar nicht erst einschleifen. Nach dem Auftritt, ihr spielt relativ spät heute. Ja. Wir bringen die Leute ins Bett. Sozusagen, genau. Als letzte Band heute. Was macht ihr danach? Geht es dann direkt wieder weiter zum nächsten Act? Oder? Ich glaube, heute bleiben wir schon noch ein bisschen hier, je nachdem, was die Kollegen machen. Weil wir haben gesehen, sind eine ganze Reihe Leute, die wir auch kennen, weil untereinander die ganzen Bands kennen sich am meisten. Das ist das Schöne an den Festivals, dass du da halt all die Leute triffst auch so. Ne? Weil es ist ja doch sonst so, über das Jahr verteilt ist man ja immer im Studio oder macht irgendwie so seinen Kram. Und so auf den Festivals trifft man sich halt. Und dann gibt es immer viel zu reden und auch ein bisschen was zu feiern meistens. Und dann geht es dann halt meistens auch zu. Ja, ihr habt noch ein bisschen zum Auftritt. Guckt euch noch eine Band vorher an, oder? Den Herrn Dieselmeier haben wir leider verpasst gerade, weil wir jetzt durch diese Menschenmassen nicht durchkamen mit dem Shuttlebus. Dann spielen ja gleich die Hives, würde ich auch gerne sehen. Die haben wir gerade Backstage schon gesehen. Die saßen schon in ihren Hives-Kostümen auch alle gleich. Ah, die sind jetzt schon umgezogen? Ja, weiß ich nicht. Oder die haben, keine anderen Klamotten. Oder die sehen immer gleich aus. Vielleicht haben die auch ihre Freizeitkleidung gleich irgendwie. Sonderschule hat übrigens kopiert von The Hives, aber das hat ja Costa letztes Mal schon erklärt. Und Dendemann natürlich. Dendemann, ja. Also, spielt vor uns. Ja. Mit denen hatten wir auch schon ein Interview. Mit Dendemann. Auch super nett.
Ja, ich würde sagen, haben wir noch oder, ja, heute Fußball, ist das für euch irgendwie interessant? Ja, klar. Heute war DFB, erste Runde. Und hast du die Ergebnisse, weil wir haben sie? Hab ich. Welcher Verein war denn? Mein Verein ist Borussia Mönchengladbach in Aue heute gespielt. Haben die heute gespielt? Ja, oder die haben um 7:30 fing es an. Ich weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? 7:30, ich habe nur die ersten Spiele gesehen. Also okay. Ich hoffe, ihr seid keine Fans von Biermatanz, weil die haben leider 1:11 gegen Leverkusen verloren. Biermatanz? Ja. Nee, da haben wir Saarland leider... Saarland ist das, ne? Kurz davor. Nee, ist doch irgendwo im Osten. Nee, Biermatanz ist im Südwesten. Wo ist Pirmasens? Geografie ist die letzten 6. Nein, im Südwesten. Südwesten, okay. Kurz vor dem Saarland. Kurz vor dem Saarland, würde ich auch sagen. Ein lustiges Wort, Pirmasens. Oh, gib mir doch mal den Pirmasens. Ich hab heute Pirmasens. Ich hab schlimmen Pirmasens. Schon gut. Ja gut, ich als Ruhrpottler, Dortmund hat natürlich alles wieder gerissen. Alles in Ordnung. Aber du weißt, es gibt Dortmund hat gewonnen. Ja, natürlich. Ich habe mir gestern ein Dortmund-Feuerzeug in Dortmund gekauft. Gestern in Dortmund? Das auf dem Weg nach Hamburg? Auf dem Weg nach kommt Hamburg? Hier kommt ja richtig rum. Unglaublich. Ja, wir müssen unseren Lichttechniker in Dortmund am Hauptbahnhof. Achso. Ja, der Hauptbahnhof ist jetzt auch. Ja, ja, schön ist er doch nicht. Und unser Bassist kommt aus Dortmund. Ah, glaube ich. Okay. Sehr schön. Ich würde es jetzt gerne beweisen, weil ich brauche das eigentlich, habe ich das gekauft für die Bühnenshow auch, weil ich so, wie beim Traumschiff, wenn dann der Nachtisch reinkommt, so Sprühsterne, okay. Dinger habe. Und das, jetzt ist es weg natürlich, ne? So wie es dann immer kommen muss. Naja, Hauptsache ich habe es dann gleich auf der Bühne, würde ich sagen. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß für den Abend. Ja, dann bereitet euch mal gut vor. Ich werde wahrscheinlich auch zweite Reihe. Ich kann jetzt keinen Platz wegnehmen und dann gucke ich mir das Ganze auch gerne an. Ja, super, dann freuen wir uns. Ich halte mal Ausschau, ob ich dein Gesicht sehe. Und dann danach kriegst du dann als Fan auch das Feuerzeug von mir. Das als ist ein Wort. Das ist ein Wort. Interview überreicht. Vielen, vielen Dank. Ja, dann sagt Tobi Schau und wir sehen uns. Ciao, sagt auch Susi. Natürlich.